Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. So, jetzt müsst ihr mir mal Folgendes erklären, ja? Wir waren doch auf dem Weg in der letzten Folge nach Spanien. Warum zur Hölle bin ich wieder in Bergen? Das Spiel hat ein Update festgestellt und hat mich dann vorsichtshalber wieder nach Bergen geschickt. Ich möchte aber nicht in Bergen sein, ich möchte verdammt nochmal nach Spanien. What the fuck? Wir waren noch nie in Spanien, warum? Oh, Leute, echt ohne Spaß. Das ist doch echt nicht mehr lustig. So, ich guck mal, ob ich eine Filiale unten in Frankreich habe, dass wir da relativ schnell wieder hinkommen. Und wenn ich richtig sehe, habe ich keine in Frankreich. Nein. Ne. Super. Dann machen wir Folgendes, Leute. Komm, wir fangen neu an, oder? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich neu anfangen soll. Neu anfangen oder nicht neu anfangen? Es haben ja viele geschrieben, neu anfangen wäre nicht schlecht. Weil, ja, dann wäre alles nochmal neu so gesehen. Ich meine, wir haben ja schon ein Profil, ne? Mit einer Zugmaschine. Und einem LKW. Einer Garage. Wo waren wir denn da? Ich glaube, da fehlen so ein paar Mods, ne? Ja, genau. Das ist aber nicht schlimm. Das können wir laden, weil das waren die alten Wettermods, die ich eigentlich immer noch benutzen möchte, aber ich warte noch auf eine Mail. Und jetzt mal kurz gucken. Das ist unser LKW und wir sind wo? Jetzt sag nicht, unsere Filiale von dem Scheißspielstand ist auch noch in Bergen. Hör mal, Leute, da flippe ich doch gleich aus. Das gibt's doch jetzt nicht. Ist die Filiale jetzt auch in Bergen? Das ist ja... Ja, cool. Ja, ich meine, hier haben wir einen kleinen Account. Mit 74 Euro. Ich denke mal, der ist ganz realistisch klein gehalten und machbar. Wir könnten eine Kabelrolle fahren. Das wären direkt 13.000 Ocken. Wir könnten aber auch ein paar Leitplanken fahren. Das bringt nur 1.000, aber kostet auch nicht so viel. Dann fahren wir flott die Leitplanken. Jo, erstmal das Gehör weggesprengt, super. Aber dann fahren wir erst ganz kurz die kleinen Leitplanken hier durch die Gegend und dann habt ihr jetzt tatsächlich die Möglichkeit, unter diesem Video einmal rein zu posten, ob wir mit dem Profil machen, also weitermachen sollen oder gegebenenfalls halt mit dem großen. Mir ist das eigentlich egal. Nur viele wollten auch einen Neustart. Das ist immer... Ja, man versucht ja irgendwie jedem gerecht zu werden, aber das ist gar nicht so einfach. Habe ich feststellen dürfen. So, wir flitzen jetzt von A nach B, um wieder nach A zu fahren. Weil wir müssen jetzt gucken, dass wir... schnell Geld bekommen, weil 74 Euro sind natürlich sehr, sehr wenig und ich glaube, dass wir diesen LKW auch nur finanziert haben durch einen Kredit. Alles andere würde mich zumindest wundern. Das wäre natürlich cool, wenn es nicht so wäre. Aber ich selbst glaube nicht dran. Aber er geht gut. Ist ein vernünftiger LKW. So, sind wir auch schon da. Gucken wir mal, ob der noch verfügbar ist. Nö, ne, ist nicht mehr verfügbar. Natürlich, warum auch?
Gut, dann fahren wir Tierfutter. Sollen wir Tierfutter fahren? Fahren wir Tierfutter, kommt. Der hat zwar ein paar Tonnen Gewicht, das Tierfutter, aber hey, das kriegt der Volvo bestimmt hin. Wir haben zwar nichts Schwerlastmäßiges gekauft bis jetzt, aber der Auftrag bringt einfach scheiße viel Kohle und wir müssen an Geld denken. So. Das müsste so passen. Sehr gut. Das heißt, wir fahren jetzt Tierfutter. 30 Tonnen Tierfutter. Ja, das wird lustig. Wir fahren auch direkt mit dem Schiff. Aber auf die Hoffnung, dass wir gut ankommen. Weil ich kann es nicht zu 100% versichern, dass wir jetzt gleich an einem Zaun hängen. Ich glaube, das war auch das Problem, oder? War das nicht hier? Ich glaube ja, dass wir jetzt am Zaun hängen. Irgendwas. Dafür haben wir auch so wenig Geld. Oder? Nein, tatsächlich nicht. Okay, gut. Wir müssen aber von hier aus schon wieder irgendwo hin, oder? Nein, nach Odense. Okay, gut. So, ich mache mal ganz kurz die. Achso, hat schon erledigt. Druck ist aufgebaut. Ja, ich finde den gar nicht so verkehrt, den LKW. Ich meine, 30 Tonnen ziehen ist jetzt kein großartiges Kunstwerk. Nur die Größe letztendlich ist hier immer so ein tricky Ding. Aber ja, ist kein Problem mit ihm. Sehr gut. Ja, Leute, gestern kam kein ETS-Part. Das lag einfach daran, dass ich momentan viel arbeiten muss. Dann fehlt mir mein Babysitter, also unser Babysitter fehlt momentan. Das heißt, wir haben mittags keine Stunde halt mal kinderfrei oder so, was erstmal nicht schlimm ist, aber natürlich auch dementsprechend anstrengend. Und ja, einige werden es verstehen, einige wahrscheinlich nicht, aber deshalb kommt da jetzt einiges durcheinander, was aber auch erstmal nicht so schlimm ist, meiner Meinung nach. Ich möchte auf jeden Fall herzliches Dankeschön sagen an alle, die neu abonniert haben und neu dabei sind. Und ich wünsche natürlich jedem Einzelnen trotzdem sehr viel Spaß mit meinen Videos. Ich meine, für die Leute, die es nicht wissen, wir sind hier im Part 700, ne? Also wir haben genug Folgen, dass eigentlich niemand Langeweile bekommen dürfte, sondern jeder eigentlich bedient werden könnte. Und ich denke mal, aus dem Grunde kann man schon viel schauen. Es gibt sehr schöne Let's Plays. Ich kann euch gerne mal ein Let's Play verlinken, oben in der Infobox, um einfach mal zu zeigen, dass es hier auf dem Kanal eben nicht nur Simulationen gibt. Das ist halt zwar der Hauptteil, aber auch die nebensächlichen Sachen sind eigentlich ganz interessant, meiner Meinung nach. Heißt nicht, dass sie euch gefallen müssen, aber zum Beispiel das Let's Play Limbo. Es ist so ein geiles Spiel gewesen, hatte leider ja vielleicht 200 Zuschauer, 300 Zuschauer oder so. Das ist schon sehr schade. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das Let's Play dann angeschaut habt oder eben das Let's Play, was ich oben verlinkt habe, dann schreibt doch mal in dem nächsten Video halt rein, ob es euch gefallen hat oder nicht halt. Das würde mich freuen. Ich habe zwar Tempomat angedrückt, aber aus irgendeinem Grund ist er ausgegangen. Sehr effektiver Tempomat hier. Okay, ich wollte ein bisschen lauter machen, habe direkt die volle Ohrdröhnung. Sehr gut. Aber hier dran sieht man wieder, dass Volvo eigentlich eine enorme Zugleistung liefern kann. Hoppala. Okay, wir haben 12% Schaden. Sonst geht's aber eigentlich. Und wir kriegen 10.000 Euro für diesen Auftrag. Von daher lohnt sich das schon. Es lohnt sich, dieser Auftrag.
Aus irgendeinem Grund ist auch der Tempomat schon wieder ausgefallen. Sehr effektiv. Dementsprechend wird auch vielleicht diese Woche nur ETS 2 kommen. Die anderen Videos werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aus zeitlichen Gründen. Und nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und ich denke auch nicht, dass Project Cars noch kommt. Also nicht mehr, sondern dass es jetzt dann kommt halt. Weil das ist auch so ein bisschen zeitaufwendig, aber ich denke mal, wird ganz interessant. Des Weiteren hatte ich vor, es gibt ja diese lustigen Unfallvideos, ne? Car Competition. Competition? Ich weiß es gar nicht. Ihr wisst, was ich meine. Diese Zusammenschnitte. Ich wollte mal so einen eigenen Zusammenschnitt machen. Einfach von den Zusammenschnitten, die ich am lustigsten fand. Und euch die mal zeigen. Und wenn euch das gefällt, können wir das gerne mal so ein, zweimal die Woche machen, oder? Ich finde das eigentlich ganz cool. So ein Best-of. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Achso, des Weiteren möchte ich mich natürlich bedanken an all eure Likes, die ich momentan bekomme. Wir haben eine prozentuale Steigerung von 10%. Ich meine, da ist natürlich noch mehr drin. Die Videos bekommen im Schnitt 2800 Aufrufe. Wenn wir dann 1000 Likes hinbekommen würden, wäre natürlich geil, aber das klappt natürlich vorne und hinten nicht. Weil ich weiß, dass 90% es vergisst, von daher. Aber im Durchschnitt sind wir ja bei 100 bis 200 so und das ist eigentlich ganz cool. Und somit haben wir schon 10% mehr als letzten Monat. Das ist eigentlich cool. Das zeigt mir, dass die Community einfach aktiv da ist und das ist richtig geil. Und so wirkt ihr natürlich mit, dass der Kanal natürlich aufblüht. Das ist natürlich geil. Das freut mich natürlich auch. Ich meine, dieses Jahr werden wir die 100.000 Abonnenten nie mehr schaffen und ich glaube, nächstes Jahr wäre dann unser nächstes Ziel, die zu schaffen, weil es fehlen halt nur 7.000 Abonnenten. Das ist eigentlich nicht viel, aber in der heutigen YouTube-Zeit ist es einfach enorm viel. Also ich könnte jeden Tag einen Livestream machen, dann würde es vielleicht funktionieren, bis Ende nächsten Jahres die Abozahl zu bekommen. Aber so wird man einfach kaum, fast gar nicht mehr gefunden. Das ist einfach, ja, früher war ich ein Nischen-Let's Player, heute bin ich ein Let's Player, der eben nicht mehr Nische ist, sondern, wie heißt das Wort denn jetzt? Ja, jetzt macht's jeder, würde ich mal so sagen, wisst ihr? Selbst Gronkh hat mal ETS 2 gespielt und früher war das eben so, dass es niemand gespielt hat. Da viele fragen ja, wieso habe ich so viele Abonnenten? Leute, das kam alles früher zustande. Heutzutage wäre das einfach nicht mehr möglich oder man hat einfach den Content schlechthin. Und ja. So ist das halt entstanden, ne? Und dadurch, dass ihr natürlich jetzt fleißig den Like-Button haut oder vielleicht mal einen Kommentar da lässt oder immer mal einen Kommentar da lässt, belebt ihr den Kanal wieder. Bedeutet, man wird wieder gesehen und das ist natürlich schön. Ich freue mich immer auf neue Gesichter und neue Kommentare von Leuten, die vielleicht gerade erstmal dabei sind und einfach die Videos feiern. Das ist für mich eine Art, ja, Bestätigung, wisst ihr? Ich habe die komplette MMOGA-Werbung aus all meinen Videos rausgenommen, weil ich einfach, ja, das ist nicht mein Intro, wisst ihr, das ist zwar schön, dass MMOGA mich unterstützt, also wenn ihr da ein Spiel kauft oder so, bekomme ich halt anteilmäßig einen wirklich geringen Prozentsatz, aber selbst dieser Prozentsatz geht einfach in die Kosten, so gesehen, der Videoproduktion rein. Das ist einfach so. So muss man das eigentlich sehen. Und wenn es 5 Euro sind oder 10 Euro, lassen wir es mal 40 Euro sein. Diese 40 Euro gehen einfach monatlich dann in die Stromkosten. So, zum Beispiel, wisst ihr, weil der ganze Quatsch hier kostet ja auch Geld. Ich meine, ihr habt die Möglichkeit, sie kostenlos zu sehen, die Videos. Okay, es gibt diesen VIP-Status auch auf YouTube. Den kann man, glaube ich, mittlerweile auch auf meinem Kanal erwerben. Ich müsste dann irgendwie noch Emojis machen und so. Das ist auch ganz cool. Und ansonsten könnt ihr einfach kostenlos diesen Inhalt genießen, wisst ihr? Und ich glaube, das vergessen eigentlich sehr viele.
Entschuldigung fürs Nase hochziehen, falls ihr das überhaupt gehört habt. Alles klar, Leute, ich bin momentan so platt und fertig, dass es Arbeiten schlaucht. Also genießt die Schulzeit, solange ihr könnt. Danach kommt wirklich der Ernst des Lebens. Wenn man dann täglich 8 Stunden arbeiten muss und so, das ist dann schon sehr, sehr schlauchend. So, dann würde ich aber sagen, Leute, fahren wir, wenn ich es schaffe, morgen dann die Strecke zu Ende. Ich werde jetzt hier vorne einmal anhalten. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen. Und tschüssikowski, Leute, macht's gut. Ciao.